Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zu Watch Dogs. Ja, Watch Dogs ist seit 2 Tagen jetzt draußen und es macht riesen Bock zu spielen. Allerdings gibt es ja riesen Probleme bei manchen, dass Watch Dogs nicht startet oder ständig abstürzt und. Und mit diesem Video möchte ich jetzt mal zeigen, wie ich das Problem gelöst habe, weil bei mir ging am Anfang auch gar nichts. Also nach 5 Sekunden ist es abgestürzt und. Also es ging nichts. Zum einen gibt es ja das Problem mit Uplay. Uplay ist ja für die PC-Benutzer Pflicht. Und deswegen jammern ja auch schon viele rum, weil Uplay ist momentan wenig verfügbar, also ständig sind die Server offline. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt kein Mittel, wie ich das ändern kann, weil ich probiere es einfach so lange. Oder ich gehe in den Offline-Modus, da funktioniert es ja dann auch. Und anders weiß ich jetzt da ehrlich gesagt keine Lösung. Dann das andere Problem ist, sind ja die Lags, also dass es ständig laggt und dass es eben ständig abstürzt. Gegen das ständige Abstürzen habe ich mir jetzt im Internet mal informiert. Und zwar, ich habe eine Grafikkarte und zwar eine AMD Radeon, eine HD-Serie. Also, ja, eine Radeon halt. Und müsst ihr halt mal schauen, was ihr in eurem PC drin habt. Weil wenn ihr auch eine Radeon drin habt, dann könnt ihr euch eine AMD Catalyst runterladen. Den gibt es irgendwo bei Google, müsst ihr mal suchen. Und müsst halt der richtige runterladen für euer Betriebssystem und so weiter. Und ja, und seitdem läuft's. Also seitdem läuft's einwandfrei. Und ja, sucht's einfach mal bei Google nach einem AMD Catalyst. Und dann soll's eigentlich funktionieren. Und ich spiele es jetzt auf einer hohen Auflösung. Also es gibt ja Ultra und Hoch. Und auf Ultra leckt's bei mir auch nur ein bisschen. Aber auch auf Hoch läuft's perfekt. Also die Texturen einfach auf Hoch stellen. Dann soll's eigentlich laufen. Und der Rest spiele ich auch auf Hoch. Also es läuft eigentlich ganz gut. So, und jetzt zeige ich euch dann nur ein bisschen was von Watch Dogs, das ist für meine Abonnenten und für meinen Kanal. Wollen natürlich auch ein bisschen was sehen, wie es so ausschaut. Ja, hier sehen wir schon. Es ist wirklich ein geiles Spiel bis jetzt. Ich weiß nicht, ich habe es 3 Stunden bis jetzt gespielt und es sieht richtig geil aus. Hier sehen wir unseren Hauptcharakter, Aiden heißt er. Und ja, um was geht es in Watch Dogs? Ums Hacken. Und man kann wirklich alles hacken. Hier sehen wir es gerade, wie ich auf ein Schiff gehe und einfach mal eine kleine Bootsfahrt mache. Ja, ich habe sowieso vor, dass ich in ein paar Tagen mal so eine kleine Stadttour durch Watch Dogs mache. Durch das ganze Spiel. Zur Frage, ob ich ein Let's Play dazu machen werde. Nein, werde ich nicht machen. Warum? Ja, weil ich einfach viel zu spät dran bin, weil ich war ja das ganze Wochenende über in Lissabon beim Champions League Finale und ich bin jetzt erst gerade vor ein paar Stunden heimgekommen. Ich bin fix und fertig. Und die Pax ist echt nicht gerade irgendwas aufzunehmen. Und bis ich Watch Dogs aufnehmen wird, dann wären, keine Ahnung, die Herren Gronk und Pete Smith wären dann schon bei 10, 20 Parts oder so. Und deswegen wird es kein Let's Play von mir zu Watch Dogs geben. Ich werde es für mich privat zocken, weil es ist wirklich ein geiles Spiel. Ich kann es euch empfehlen. Es hat eine geile Grafik. Wenn es läuft, dann läuft's. Also wenn es wirklich zum Laufen bringen solltet, dann läuft es sehr gut. Und übrigens, alle, die was kein Radeon haben, ja, für die habe ich auch keine Lösung. Also da müsst ihr warten, bis Ubisoft das Problem behebt. Ich weiß, ist natürlich scheiße, muss ich sagen, wenn man sich ein neues Spiel kauft und es dann nicht funktioniert, das ist immer, ja, es ist immer scheiße. Es war ja bei SimCity, ich glaube, das ist das Paradebeispiel in der Vergangenheit, SimCity gekauft und es ging eine Woche lang nichts, weil kein einziger Server online war, nichts ging. Ja, ist jetzt bei Watch Dogs, hat es jetzt Gott sei Dank bei mir behoben, das Problem, weil ich eben das Programm da runtergeladen habe und es läuft. Und ja, gut, das war's eigentlich schon von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, dass ihr Watch Dogs zum Laufen bringt. Und ja, wenn nicht, dann tut's mir auch leid. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, zu Watch Dogs wird keins kommen, kein Let's Play, aber vielleicht zu irgendeinem anderen Spiel mal wieder. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Ciao.